Roman Seibold, Gratulation, Wahnsinnsspiel, wieder ein Sieg. Wie geht's dir? Danke, sehr gut, sehr gut. Erstes Spiel, da sind wir immer sehr nervös, wissen wir ja noch nicht, wie es läuft, und wir sind eigentlich sehr zufrieden fürs erste Spiel. Da und dort gab es noch Fehler, die wir ausmerzen müssen, aber im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel von uns. Sag mal, ich muss jetzt einfach mal übers Wetter reden. Es ist ein Wahnsinn heute. Wie macht ihr das? Okay, da ist schon der 29er, den hat es aufgehauen, aber am Feld war es relativ stark. Wie haltet ihr da durch bei dem Wetter? Ja, das ist nicht so schlimm für uns O-Liner überhaupt, weil wir sind ja jetzt nicht, die Bälle fangen müssen oder irgendwo schnell hinlaufen müssen. Das Wetter war nicht so ein Problem. Wir haben uns schon darauf eingestellt. Man hat die ganze Woche schon gewusst, es wird nicht gut. Außerdem, traditionell ist das erste Heimspiel der Vikings immer kalt. Das wäre schlimm gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Nein, ist kein Problem. Sicher für den Quarterback und den Receiver etwas schwieriger, aber die haben halt auch trotzdem sehr gut gespielt. Ihr habt jetzt eine ziemlich lange spielfreie Pause gehabt. Hat sich das irgendwie bei dir persönlich ausgewirkt? Ja, meine Frau ist immer schon wieder sehr froh, wenn ich dann zum Football gehe. Also die Pause liegt dir nicht so. Apropos Familie. So, wir haben jetzt deinen Sohnemann mit dabei, den Lukas. Ja. Gab es heute irgendwas, was du von ihm lernen konntest? Ja, er hat in 2 Minuten heute mehr gemacht, als ich in meiner ganzen Karriere. Einen Touchdown-Saving-Tackle nach 80 Yard und ein Fumble-Recovery. Da habe ich auch mal eins gehabt. Also sehr brav war er. Du hast ja gesagt, sobald der Lukas hier mitspielt, spielst du nicht mehr. Jetzt waren sie aber beide da. Was ist da los? Ich habe meine Ziele jetzt verändert. Ich höre auf, wenn ihr aufhört. Und jetzt, dann haben wir dich noch ein bisschen. Das freut uns sehr. Welche Tipps hast du denn ihm mitgegeben auf den Weg? Eigentlich gar keine. Also ich halte mich da komplett raus. Ich bin Vater und Fan von ihm und er hat seine Trainer, den Coach Hölzbeck und jetzt den Coach Hammermüller, der einer der besten sicher in Europa ist. Also da brauche ich mich nicht einmischen. Und wie gesagt, ich glaube, man muss die Rolle Vater und Trainer, das muss komplett getrennt sein. Und ich bin eben nur sein Vater. Alles andere lernt er schon von den anderen, da braucht er mich nicht dazu. Sagst du mal, Perfect Season letztes Jahr, wie schaut es dieses Jahr aus? Dieses Spiel heute war wieder ein Wahnsinn. Glaubst du, schaffst du noch eine Perfect Season? Ja, ist noch viel zu früh, das zu sagen. Wir müssen schauen, wie die anderen Teams drauf sehen. Auch die Raiders werden sich noch steigern. Ich glaube, dass wir wieder ein sehr gutes Team haben. Wir haben zwar ein paar gute Spieler verloren, aber auch ein paar gute dazu bekommen. Postler hat zum Beispiel heute einige tolle Catches gemacht. Dragutini jetzt in der O-Line, super Verstärkung. Also ich glaube schon, dass wir gute Chancen haben, aber das muss man wirklich übers Jahr sehen, wie sich es mit Verletzungen entwickelt, wir dürfen nicht überheblich werden, wir müssen gut weiterspielen. Also natürlich gehen wir in jedes Spiel mit der Hoffnung zu gewinnen. Dann wünsche ich alles Gute fürs nächste Spiel. Danke fürs Interview. Ich danke euch fürs Kommen, trotz dem schlechten Wetter. Tschüss. Super.